Guten und willkommen an Whisky Bubbler. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir. Und heute habe ich ein interessantes Thema dabei: SMWS, The Scotch Malt Whisky Society oder auch Society genannt. Ist ein unabhängiger Abfüller direkt aus Schottland, kann man so sagen. Mich hat es lang beschäftigt. Vor einem Jahr wurde der, also sie gibt es schon länger, vor einem Jahr wurde nur so ein bisschen das System umgestellt. Weil es ist nicht nur ein Abfüller, sondern man muss eigentlich einem Club beitreten, um diese Flaschen zu erwerben zu können. Stimmt nicht ganz, man kann ein bisschen so eine Probemitgliedschaft oder auf Messen kann man mittlerweile auch die Flaschen erwerben. Meistens ein bisschen teurer als dann so über den normalen Vertrieb. Was macht es besonders? Sie schreiben einiges drauf. Ich habe es schon erwähnt, es ist ein Club, man muss quasi in der Mitgliedschaft beitreten. Und ich habe, wie gesagt, ein Jahr nachgedacht und länger und habe mir jetzt gesagt, komm, tust es mal. Probier es einfach mal aus und ich meine, es läuft ja aus. Ich meine, einfach mal Spaß haben und mal gucken, ob es was für einen ist oder nicht. Bisher bin ich ganz angetan, sage ich ganz offen. Gibt so ein paar Dinge. Man kann die Mitgliedschaft, wie gesagt, als Probemitglied beitreten. Dann kann man Flaschen kaufen. Total überteuert, macht gar keinen Sinn meiner Meinung nach. Man kann Mitglied werden, dann zahlt man 60 Pfund, hat dann die Möglichkeit, diese Flaschen zu kaufen, die immer rauskommen regelmäßig für ein Jahr. Da kamen jetzt gerade wieder im Juni wieder 21 neue Flaschen ins System, also da kommt auch einiges. Und man kann so ein Paket kaufen, so ein Beitrittspaket, das kostet halt 122 Pfund. Und da kriegt man dann diese schöne Box mit dabei zur Mitgliedschaft und. Da sind auch ein paar andere Vorteile dabei. Und bevor ich auf die Flasche eingehe, stelle ich mal kurz zur Seite, hier vielleicht das kleine Welcome Package. Ja, sieht schon schön aus. Mir wurde immer gesagt, ja, es ist auf jeden Fall wert, dieses Welcome-Package zu kaufen. Wenn man jetzt die anderen Online-Vorteile, die man da in diesem Package noch hat, nicht so wirklich nutzt, würde ich persönlich sagen, es reicht die normale Online-Mitgliedschaft. So rückblickend. Es ist natürlich ein schöner Blickfang, man kann ihn sich hinstellen. Ist halt leider nicht so meins. Ein schöner Blickfang, ja, ich glaube, hier ist die Sitzung ganz schön. Da brauche ich nicht dieses Welcome-Package. Was man aber hat, ist so ein kleines Buch. Paar Notizen, ich habe mal kurz reingelesen, ja, ist ganz nett, schön gemacht, optisch, aber jetzt auch nicht die Offenbarung. Dann hat man hier einen Pin drin, also für die Pinsammler, einen Pin, jo, auch ganz nett, ist bei mir immer noch in der Box sozusagen. Und dann, ich meine, die Aufmachung ist schön gemacht, ist hier hinter dieser Wand sozusagen. Beziehungsweise die war, glaube ich, andersrum drin, genau, hat man dann hier seine Mitgliedskarte. Das heißt, meine Mitgliedsnummer und alles, mit der ich mich dann online anmelden kann. Und auch in Schottland selbst haben sie so Branches, könnte man sagen, also verschiedene Orte, wo man dann hingehen kann in diesem Club, kann einen Kumpel mitnehmen und kann dann halt zusammen Whisky trinken, was essen. Ist auf jeden Fall optisch wirklich schön. Und dann sind hier drei Malts drin. Drei Whiskys, a 10 Zentiliter, so, und noch sozusagen ein Gutscheincode für, wenn man online bestellt, eine Flasche. Hier ist es jetzt 15 Pfund für eine Flasche, die, ich glaube, über 75 Pfund kostet. Also eine teurere Flasche kriegt man dann mal billiger. Auch nicht verkehrt. Man hat eine schöne Probe, einen schönen Einstieg, das macht es natürlich sinnvoll, dieses Paket zu kaufen. Die Malts, die drin sind, ich glaube 48 waren Blatt noch. Müsste Blatt noch gewesen sein. 54, das erkläre ich gleich nochmal, ist ein 9 Jahre alter Aberlauer. Und hier haben wir ein Ardmore. Das Grundkonzept dieser Flaschen ist immer in Fassstärke. Sie haben viele Daten drauf. Das heißt, dieses Paket ist wirklich sehr nett. Ist es wirklich 60 Pfund wert, ist die Frage. Weil wenn wir jetzt hier 3x 10 Zentiliter haben, gut, wenn man den Gutschein nutzt, kann man den noch da vielleicht sich schön rechnen und zieht es ab von den 60 Euro oder von den 61 Euro, die es kostet. Dann hat man nicht 60, 50, 45 Pfund. Ja. Ist immer noch viel für diese drei Samples, die könnte man jetzt noch rausrechnen. Klar, die ganze Aufmachung, es ist schon okay. Es ist nicht total überteuert. Ist die Frage, ob man es halt wirklich braucht. Ja? Ich bereue es jetzt nicht, mir gekauft zu haben, aber ich würde es, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich würde dann nur die normale Online-Mitgliedschaft nehmen.
mal schauen, diese ganzen Online-Vorteile, oder ich glaube, es gibt gar nicht so viele andere Vorteile außer dieses Buch. Ja, ist halt so. Aber ich habe dann natürlich gleich bestellt und da muss ich sagen, habe ich wirklich tolle Flaschen bekommen. Und mal hier, um auf eine Flasche einzugehen, um mir auch mal was ins Glas zu schenken, damit ich nicht hier total verdurste. Die Flaschen haben wirklich lustigen Namen. Hier steht Like an American Food Punch. So, was könnte sich dahinter verbergen? Brennerei ist die 64.78. Eigentlich ist nur die 64 hier vorne die Brennerei. Also wir haben hier 64 für Menochmur. Das ist eine tolle Sache. Unabhängiger Abfüller, der Menochmur im Programm hat, haben die wenigsten. Ja? Das finde ich auch so besonders an der Society. Das hat mich auch hauptsächlich gereizt, auch mal Fässer zu bekommen von ja, etwas selteren Abfüllern. Die Flasche, müsst ihr jetzt mal nachdenken, hat so um die 60 Pfund gekostet. Für einen 15 Jahre alten First Fill Barrel und Ex-Bourbon. Also er hat eine Nachreifung, beziehungsweise es war ein Ex-Bourbon First Fill fast, keine Nachreifung. 15 Jahre gereift. Gebrannt 2001 am 5. März und wie gesagt dann nach 15 Jahren abgefüllt. Dann schreiben sie eine schöne Beschreibung drauf. Manchmal findet man im Netz noch ein bisschen mehr Informationen zu den Fässern. Man hat so einen Farbcode auf dem Deckel, wenn man den frisch aufmacht. Schönes Teil. Ja. Einfach ein Menochmur und diese Liste der Brennereien, also 64 jetzt Menochmur, wo weiß ich das? Naja, so richtig steht es natürlich offiziell auf den Webseiten nicht, aber es gibt inoffizielle Listen, da steht das eigentlich alles drin. Punkt 78, 78. Abfüllung. Das heißt, sie haben schon 78 Menochmur-Fässer in Fassstärke abgefüllt. Hier sind 57,4 Volumenprozente. Ich habe den schon probiert, das ist sehr lecker. Der Malt, ein paar Schüsse Wasser tun ihm gut. Und ja, schöne frische Noten, maritime Noten. Ich meine, steht da drauf, like an American Food Punch. Ich finde, der ist ein bisschen von dieser grasigen, kräuterigen Noten mit diesen hellen Früchten sehr schön in der Nase. Ja, und da kann man sich dann einfach noch verschiedene Flaschen bestellen. Und hier ist eher der Trend, ich bestelle mir die Flaschen nicht nach der Brennerei. Ja, ist natürlich so ein Run drauf, wenn dann 29 Punkt Bla rauskommt, dann ist das ein Lafroig, ja, gerade beim Faisal Fest haben sie einen rausgebracht, da sind die Leute dann dran, die wollen den haben. Ja. Wenn man es probiert, eher auch mal ungehypte Dinge zu finden und einfach mal sich durchzuprobieren, wie Menochmur, irgendwelche speziellen Artmoors, Abelauers und so weiter. Ich meine, das sind tolle Single Casts in Fassstärke. Man kann ein bisschen durchgucken von den Menochmur. Gab es 7 Fässer aktuell im Shop. Also man hat auch ein bisschen Auswahl da und kann gucken, wo sind meine Vorlieben. Sind sie eher auch fruchtbetont, eher fassdominiert, rauchig und so sind die Malts dann ein bisschen sortiert. Ja. Schönes Aroma, schön die Frucht, leichte Würze ist da dran. Also der Malt ist einfach klasse, macht richtig Spaß zu trinken. Der ist richtig schön frisch, so ein Sommerwhisky könnte man schon sagen. Und ja, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir einen Glenmorangie geholt, den gab es im Paket, einen Oshkoshen, ich gucke gerade mal darüber, da stehen sie nämlich, einen Dalloween und einen Legic. Dinge, die nicht jeder so auf dem Radar hat, aber es ist einfach interessant. Hat 3 erst aufgemacht, alle super. Also würde ich alle 3 wieder kaufen. Und ich muss dann sagen, Single Fass 15 Jahre, Single Fass 24 Jahre, Single Fass 16 Jahre und die sind dann um Preis 50, 60 Pfund. Ist total okay. Ja. Jetzt kam gerade so wieder die Nachricht, dass sie wohl den Versand optimieren und alles dann über Deutschland schicken, dass die Flaschen dann 2 bis 3 Wochen dauern bei der Auslieferung. Ich werde sehen. Dafür haben sie die Versandkosten reduziert. Die waren vorher bei 10 Pfund. Müssten jetzt nur noch 5 Pfund sein. Also total okay. Ist ja auf jeden Fall im Rahmen. Sind Dinge, die man nicht braucht.
Aber es ist einfach mal spaßig. Nach einem Jahr werde ich probieren, nochmal ein Review zu machen. Entweder bleibe ich dabei oder mein Konto läuft aus und ich werde es nicht mehr nutzen. Man muss natürlich auch einiges bestellen. Deswegen habe ich jetzt erstmal 5 Flaschen bestellt. Ob ich die alle alleine trinke, weiß ich nicht. Aber ich meine, es lohnt nicht, in einem Club beizutreten, wo 60 Pfund kostet, da zu sein und dann keine Flaschen zu kaufen. Also man muss dann schon so 5, 6 kaufen, damit sich das wieder ein bisschen, ja, reguliert. Und dann für weitere Flaschen kriegt man einfach schon relativ schöne Preise. So ein Lafroig um die paar 20 Jahre gibt es, glaube ich, aktuell einen, kostet so 130 Pfund, 120 Pfund. Also schon ein bisschen was, aber für einen 20 Jahre alten Lafroig in Fassstärke gibt es jetzt auch nicht so oft bei anderen unabhängigen Abfüllern, ne? Oder sie sind halt meistens ein bisschen jünger, eher so 13, 14. Das soll es aber gewesen sein mit SMBS. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht vorzustellen. Ich werde jetzt noch meinen Malt austrinken und dann bis demnächst. Tschüss.